Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Fun Clash of Clans. Wir sind hier im Clankrieg. Ich habe einen Clan, der Peter hat einen Clan für mich gemacht, da bin ich jetzt drin. Becker04 heißt der. Und wir sind im Clankrieg und ich kann hier doch zweimal angreifen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz ich bin. Wo kann ich jetzt nochmal nachgucken? Hier, Krieg, nee, zurück, ne? Ja. Ich bin auf Platz 4. Oh, Peter 3 ist zerstört. Hey. Okay, also würde ich auch 4 am besten angreifen, oder? F. Oder warte mal, 5 lebt aber auch noch. Ich will mir mal kurz angucken hier. Okay. Ich bin schon ein bisschen besser geworden seit dem letzten Part, also nicht wundern. Schon ein bisschen mehr jetzt. 4. Gucken wir uns mal 4 an. Das Ding ist, aus dieser scheiß Clan-Dings kommen immer diese Verteidiger raus. Die sind richtig nervig. Die sind meistens viel zu stark für mich. Wisst ihr was? Ich greife jetzt erstmal den 5er an und greife dann den 4er an. In meiner Einheit. So. Ich habe ja sowieso 2 Truppen. Am besten immer erst diesen Bogenschützen. Kacke wegmachen. Das geht da oben rein. Wir müssen am besten noch die Bogenschützentürme gehen. Wenn der Bogenschützentürme weg ist und ich habe noch Ballon, ist eigentlich schon safe Sieg. Ja, das ist gut. Er hat keine Luftabwehr, das heißt. Uah, Sieg. Um ganzer Linie. Ich kann eh keinen besseren als 4 angreifen, deswegen kann ich die beiden Angriffe eigentlich schon rausrauen. Denke ich mal. Ich weiß natürlich nicht, was Peter denkt oder andere denken. Aber meiner Meinung nach kann ich 4 Angriffe auf jeden Fall schon raushauen. Fantastik! So muss das sein. Hier direkt mal auf die Clan. Auf den Clan, also auf alles drauf. Und da unten ist schon eine Bauhütte. Da oben auch. Das heißt, die gehen jetzt noch an 10.000 verschiedenen Ecken. Ich hoffe mal, die splitten sich ein bisschen. Perfekto! Jawoll! 7.000, 7.000 und Siegbonus! 49.000 von beiden. Nice! Also down! So. Machen wir den jetzt auch noch platt hier. Okay, jetzt hat er die Luftabwehr da. Luftabwehr, Bogenschützenturm. Okay. Eigentlich müssen wir mal riesen eine Ablenkung machen. Und ich setze die Riesen hier ein. Ballon setze ich hier ein. Scheiße, kann ich nicht. Bogenschützen auch hier. Ja, die Luftabwehr ist halt scheiße. Luftabwehr ist kacke, no! Aber die Bogenschützentürme wenigstens. Ah, scheiße, ich kann überlebt noch. Das ist ein bisschen kacke, aber gut, er hat Luftabwehr. Er hat noch 3 Verteidigungsdinger. Die sind eigentlich. Da oben hat ein Elixier-Ding stehen. Okay, er hat in 2 Ecken wieder was stehen. Ah, soll die eigentlich schaffen. Wenn die wenigstens auf die Kanone gehen würden, die Trottel. Machen die nicht. Die Bogenschützen, glaube ich, oder? Kommt ihr denn her? Lol. Kommt ihr denn her, ihr Schweine? Habt ihr euch versteckt? Ne, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ne, meine Ballons sind noch unterlevelt. Schade. Schade, schade, ey. Aber ich krieg einen Siegbonus. Ah, ne, ich krieg dann das 100%. Ja gut, ich kann den nicht mehr angreifen. Egal. Ich habe einen Stern geholt. Habe hier ganz schön für Radau gesorgt. Das ist doch nice. Aber es waren eh erst 2 Angriffe. Und Peter wird dann das platt machen. Ich mach mal hi. Hi. Nach Hause. So, das ist jetzt mein Kabuff hier. Wir können jetzt hier sammeln. Fern. Kiste. Ich habe keine Bauarbeiter mehr, warum nicht? Ich entferne die Dinger immer, ich weiß nicht warum, aber. Okay, Gold einsammeln, Elixier einsammeln und jetzt können wir. Mal forschen kann ich noch nicht, ne? Wir müssen die verbessern. Deswegen verbessere ich jetzt mal das Labor. Nächsten verbessere ich eigentlich immer Verteidigung, aber dafür habe ich jetzt kein Gold mehr. Okay, Kanone können die noch verbessern.
100.000. Erstmal reaktiviere ich die Fallen. Ich weiß ja nicht, was Sinn macht, das erste zu verbessern. Aber mein Haupt ist übrigens jetzt Level 5. Eigentlich würde für mich aus logischen Aspekt Sinn machen, erst die Goldmine zu verbessern. Ich kann sowieso nur noch einmal verbessern. 4 Bauarbeiter. So, ein Tag, ey. Was für eine Scheiße. Mann. Ja gut, dann bilden wir die halt auch aus. Ich habe jetzt keine Truppen mehr. Müssen wir jetzt eben ausbilden hier. Ich mach immer 5 davon. 10 davon, 20 davon im Moment. Weiß ja nicht. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt zum Angriff, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Eure Zusammenstellung oder was auch immer. Nehme ich gerne an. Vielleicht soll ich auch Armeelager verbessern. Könnte ich da ein bisschen mehr machen. Hier wurde mir gesagt, dass es das ein bisschen sinnlos ist, hier überhaupt irgendwas zu machen. Das bringt irgendwie gar nichts, wurde mir gesagt. Deswegen produziere ich einfach mal nur was und gebe da. Jo, dann müssen wir jetzt auf die Truppen warten und dann gucken wir mal, wen wir noch alles angreifen können. Endlich sind die Goldminen fertig, ey. Das hat ja ewig gedauert. Mann. Dann wollen wir die eigentlich mal verbessern. Obwohl, ich kann doch nicht die Kanone verbessern, oder? Erstmal machen wir noch die andere Goldmine. Elixierpumpe können wir ja auch eine verbessern. Am liebsten habe ich echt erst, wenn ich die verbessere, weil wenn ich die Ressourcen erst verbessere, das macht ja auch mehr Sinn, dann kriege ich auch wieder mehr. Deswegen machen wir das einfach auch. Ha. Forschen könnte ich auch, weil das ist jetzt auch fällig. Komm, dann machen wir die erstmal besser hier, 550.000, weil die benutze ich ja auch oft. Das dauert auch wieder 24 Stunden. Warum dauert das alles so lange? Mann, das ist ja auch richtig unfair. Der Krieg ist zu Ende. Ja gut, ich möchte auch trotzdem gucken. Wie gehen es jetzt aus hier? Boah, ich bin unversehrt, ey. Das ist ja unfassbar. Wir haben trotzdem verkackt. Haben die anderen nicht angegriffen oder was ist da los? Vinny wurde zerstört, Peter wurde zerstört. Ich bin heile. Linus auch. Thorsten fast. Jetzt hier aus. Ich glaube, die anderen haben gar nicht angegriffen, oder? Was ist da los bei denen? Jetzt schreibe ich erstmal, sag mal. Gar nicht angegriffen. Beim Krieg. Ist ja unfassbar. Okay, wurde schwer angegriffen, ey. Was ist das denn? Boah, der greift von überall an. Okay, halt Magier, wie unfair ist das denn? Hä? Lol. Das war schlecht. War mega schlecht von ihm. Belohnung. Super, Belohnung ist immer gut. Ja, wir greifen jetzt an. Attacke. Zauberfabrik kann ich machen. Mensch. Achso, da kann ich Magie erstellen. Ah, hat sich schon erledigt. Jetzt weiß ich auch, wo es geht. Okay, Verteidigung und... Boah, Verteidigung muss... Okay, 25 Mauern. Aha. Okay, ich glaube, meine Verteidigung muss ich dann erstmal auch verbessern. Ist ja cool, dass ich sowas machen kann. Und Ressourcen. Noch ein Elixierpunkt und noch eine Goldmine. Das ist ja auch super. Top. Wir greifen jetzt erstmal an, das dauert sowieso noch. Was kann ich hier jetzt verbessern? Ich gucke mal so spontan, was ich hier so verbessern kann. Ich habe so eine Stoßfalle. Dann verbessern wir die einfach mal. Dauert sogar nur 5 Minuten, dann können wir die gleich nochmal aufpushen. So, wir greifen jetzt an hier. Kampf finden. Riesen greifen da oben an. Was ist da noch Balance als Verteidigung? Ist ja unfair. Egal, die Riesen haben es schon gut gemacht. Aber die Riesen sind jetzt tot. Genau wie meine Ballons. Das ist ja mega scheiße. Oh, ich glaube, das gewinne ich nicht. Obwohl, könnte doch gut sein. Weil da jetzt nur noch Luftabwehr und ein
Ah doch, da hat er nur eine Kanone stehen. Scheiße. Ah, ich glaube nicht, dass ich das gewinne. Aber gucken wir mal. Vielleicht kommen wir ja wenigstens noch über 50%. Das wäre was. Das Schild des Gegners aktiviert. Er kriegt kein Schild. Scheiße, 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 ey. Er macht einfach die Goldmine platt, ey. Ihm juckt das einfach gar nicht. Er geht einfach durch und macht einfach alles kaputt. Ja, nice! Er holt mich einfach auf 50%, ey. Geil. Das versuche ich mal. Sollte eigentlich klappen. Ja gut, der erste Bogenschützturm ist platt, das war eigentlich mein Ziel. Warum schießt der Minenwerfer auf die Leute da hinten? Stehe ich gar nicht irgendwie. Scheiße, die Bogenschützen da nicht durchkommen, ey. Wann kommt die scheiß Kanone da dran? Scheiße. Mist. Mist, Mist. Verloren. Egal, ich habe einige Ressourcen erhalten. Das ist ja wenigstens etwas. Wie das eigentlich aus, wenn ich das verbessere? Ach egal. Mach erstmal nochmal so. Wenn ich irgendwie mehr Truppen machen kann. Oder falls ihr mir Tipps geschrieben habt, dann nenne ich das vielleicht. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. War auf jeden Fall ein toller Part. Ja. Angreifen ist jetzt nicht ganz so gut gelaufen, aber. Kommt noch. Ich hätte vielleicht andere Leute angreifen sollen. Moment, hier kann ich auch noch angreifen. Hier angreifen macht irgendwie nicht so viel Bock, finde ich. Erstmal noch nicht. Boah, was? 900.000, ja moin. Am Arsch. Okay, ich freue mich fürs Zusehen. Bis beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.